Liebe Rüsselsheimer, liebe Rüsselsheimerinnen, ich begrüße Sie wieder zu einer Videofolge mit einem besonderen Blick auf Rüsselsheim. Und Sie merken schon, wir sind in einer besonderen Location, wie man sagt, in einem ganz besonderen Ort. Wir sind im Ring, weil es geht um Boxen heute und es geht um einen Boxer, aber nicht nur um ihn, es geht auch um einen spannenden Verein, einen Rüsselsheimer Verein. Ich will aber nicht so weit vorgreifen. Wir wollen verschiedene Aspekte beleuchten, die mit diesem Verein zusammenhängen. Wir wollen insbesondere auch gucken auf die Jugendarbeit, die hier geleistet wird. Und natürlich der Hauptaspekt, wie immer, wir wollen den besonderen Blick auf Rüsselsheim, auf unsere Heimatstadt. Und diesen Blick bekommen wir von Marco Lessner. Marco, wir haben uns schon mal kennengelernt, und zwar in Rüsselsheim. Da wurdest du schon mal geehrt von mir als Stadtverordnetenvorsteher, ja, Ehrenpreis erhalten, auch schon wieder ein paar Tage her. Und damals habe ich gesagt, wir machen noch mal ein Interview. Und jetzt ist es soweit, wir machen das Interview. Ich freue mich. Ja, ich glaube, das wird auch eine ganz coole Sache. Du hast auch schon was Tolles dabei. Und das nehmen wir jetzt mal zum Anlass. Stell dich doch bitte einfach mal selbst noch mal ganz genau vor, was du so machst, wer du so bist. Servus, ich bin der Marco Lessner, ich bin Vorbemeister im Schwergewicht. Das ist mein Gewaltstück. Und ich bin 47 Jahre alt, bin der Berufssportler, also ist das der Boxprofi. Ja. Und dann kämpfen wir jetzt nochmal am 26.11. in der Rüsselsheimer Berufssportler. Ganz wichtig. Bürgermeisterschaft. Ja. Ja. Wichtiger Termin. Sonst leite ich schon den Sportverein. Mhm. Also ich bin schon mittlerweile 120 Mitglieder. Nicht schlecht. Also auf jeden Fall Verein, glaube ich, ganz gut. Ja. Und außerdem bin ich noch im Rechtsausschuss, im Hessischen Alexander-Verband. Mhm. Bist du also auch Funktionär? Ja. Dann bin ich der Sportfachvermittler, also ich bin der Sport- und Boxfach vom Kreis Kreuzlerau. Und bin jetzt noch im Vorstand von dem Hessischen Kindeswohl, Hessischen Amateurboxverband. Mhm. Wir haben gerade eine Umschulung, dass wir für die Kinder soziale Projekte machen können und so. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf, weil Kinder und Jugendliche, das spielt in deinem Leben, dein Hobby, auch eine ganz große Rolle. Ja? Aber vielleicht erst nochmal zu der Location hier, zu dem Verein. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was passiert hier ganz genau in diesen Räumen? Also wir haben ja jeden Abend vier verschiedene Kurse, die wir anbieten, von den Kindern bis Jugendlichen. Frauen, Anfänger, Fortgeschrittene, alte Herren sind bei uns auch sehr gut besucht. Okay, ja. Also ich könnte auch noch kommen. Wir haben einen alten Herren, die sind zwischen 33 und 64. Aha, ist schon fein. Ich habe wieder 25 Mitglieder. Ach ja, Und bei den Kindern und Jugendlichen, wie sieht es da mit den Altersgruppen aus? Ja, das haben wir zweimal aufgetrennt. Einmal zwischen, von 10 bis 13 und dann von 13 bis 15 und ab 16 nehmen wir sie dann schon bei den Männern rein oder bei den Frauen. Ja, yeah, okay. Die Kinder haben wir das so getrennt, weil wir die gewisse Erfahrung gemacht haben, dass sie sich immer ein bisschen kippeln und zusammen sind. Ja. Yeah. Und halt unter 10 Jahre, ich meine, finde ich das ja nicht ratsam als Kinder. Ja. Ich meine, viele Vereine bieten es an, aber ich denke, Kinder sollen sich als Kinder erstmal sozial entwickeln. Okay. In der Kultur oder Fußball gehen. Und. Ja. Yeah. Jetzt denkt man ja erstmal, hier geht es um Sport. Da kommen ältere Kinder, hast du schön beschrieben, kommen her, machen hier Sport, Boxen. Aber das ist es ja nicht alleine. Vielleicht fangen wir mal damit an, was ist denn, nehmen wir mal ein jugendliches Kind, ja. Vielleicht kannst du mal so eine typische Familie schildern, die zu dir kommen, ja, wo der Papa, Mama hier ankommt und sagt, also der kleine, was weiß ich, Florian oder der kleine Ali oder die kleine Eiche will jetzt mal hier ein bisschen was machen. Aber das ist es ja, wir haben... Also wirklich ausgeladen, 25 Nationalitäten hier. Das glaube ich. Also alles dabei. Also bei uns gibt es wirklich alles. Und es ist wirklich Multikulti. Ich meine, viele sprechen kein Wort Deutsch. Wir haben jetzt zwei Flüchtlinge, einer aus Afghanistan, einer aus Papua Neuguinea. Aha. Und das ist also wirklich Multikulti. Also eine wirklich richtig eine gemischte Truppe. Ja. Viele sprechen kein Deutsch. Und das kriegen wir alles hin. Sport verbindet. Jetzt nochmal der Punkt, also wenn jetzt so eine, nehmen wir mal eine Familie, kommt jetzt, ja, hat ein Kind und sagt, also wir haben da gehört, da gibt es so einen Boxclub hier, jetzt sind wir mal da, ja. Was haben die so für Erwartungshaltung, wenn die zu dir kommen mit dem Kleinen, was hier passiert, was denken sie, kommt hier Gutes für ihr Kind raus? Ja, gut, es ist ja bei vielen jetzt Vätern ist es halt so, mein Sohn soll es werden, soll halt stabil im Leben stehen und sowas. Ne? Das ist es halt und es ist auch nicht das, was wir anbieten, weil das ist ja kein Mannschaftssport. Ja. Ich meine, wir arbeiten als Team zusammen, das ist ja klar. Aber halt, es geht ja darum, dass die Kinder Respekt haben,
dass sie Respekt vor ihrem eigenen Körper haben, dass sie vor anderen Menschen das Respekt haben, dass Umgang mit anderen Menschen, dass, also da legt man selber Wert drauf. Also du bist nicht nur Trainer? Nein, und ja, also du bist auch, ich meine, ein Drittel bist du mindestens jetzt Psychiater. Okay. Also Psychiater, du redest sehr viel, dann schreibe ich abends die Kinder an, schreibe ich die Eltern von den Kindern an. Mhm. Kannst du ihm helfen, der ist in der Schule nicht gut, was ist das okay. und so. Also auch selbst so schulische Sachen spielen da bei dir mit rein. Okay. Dann habe ich mich angerufen. Das ist, nach dem Abendtraining rufen ja alle an. Yeah. Auch wenn jetzt Ernährung fragen, wenn ich viel. Mhm. Ich meine, es ist ja in dem Sport sehr wichtig, die Ernährung. Yeah. Und du bist halt wirklich, wirklich im Kopf da sehr viel da. Oder du nimmst die halt, ich meine, so Einzelgespräche, wenn du siehst, ich meine, gerade bei Kindern, wenn wir halt nicht so nicht viel reden oder so. Kannst du mal so ein Beispiel beschreiben, ohne natürlich einen Namen zu nennen, was du vielleicht jetzt vor kurzem auch gehabt hast, wo es ein bisschen Probleme gab und wo du praktisch helfen konntest? Na gut, ich habe jetzt einen kleinen Jungen bei mir jetzt neu. Also der kriegt den Mund wirklich nicht auf. Mhm. Die Mutter ist gehemmt. Und die Mutter sagt, ja, der traut sich wirklich nicht in der Schule zu reden und so, der braucht so lange, dass er warm wird und so. Mhm. Und dann war sie zweimal bei mir und die Mutter hat mir gerade heute Morgen wieder geredet. Ich meine, er freut sich schon aufs nächste Training, ist jetzt richtig offen, lacht wieder. Also er hat vorher gefangen, der ist wunderbar. Natürlich, das ist ja, ich meine, es macht ja für dich, ich meine, als Mensch selber, es gibt ja schon, ich meine, man Lebenskraft und Selbstvertrauen. Okay. Man ist auch viel jetzt ausgeglichen in deinem Training. Mhm. Also Respekt, so, Selbstvertrauen, hörst du raus, sind die Aspekte, die du denen so ein bisschen beibringst. Körperschule, Körperschule. Okay. Also was mache ich mit meinem Körper? Mhm. Das ist ja sehr wichtig. Ja, okay. Ja, das gesagt, Ernährung, das ist ja heute so ein großes Thema. Ja, okay. Sag mal, fängt es bei den Jugendlichen, bei den Kindern schon an? Wird da schon gesagt, hier ist es? Nee, die sind aber heutzutage viel früher jetzt neugierig. Ja? Okay. Früher, wenn wir Fußball gespielt haben, dann musst du nach Therapie reinlaufen nach dem Training, oder? Jetzt sind nach dem Training meine Jungs, die haben hier schon ihre Eiweißshakes dabei nach dem Training. Ja. Dann haben die für daheim schon das Essen vorgekocht und alles, weil sie halt genau ihren Ernährungsplan von mir haben. Okay, also das ist an sich schon ein Thema, wenn die herkommen. Ja, natürlich, okay. Natürlich. Aber du kannst da auch helfen, kannst sagen, hier, pass mal da ein bisschen auf, iss mal mehr das. Natürlich, ich habe welche. Wenn die halt zu viel wiegen, dann mache ich denen einen eigenen Ernährungsplan natürlich erstellen. Mhm. Danach leben die. Cool. Mhm. Also ich habe jetzt zwei Stück gehabt, jetzt, die haben in einem halben Jahr dadurch jetzt im Staub 40 Pfund abgenommen. Mhm. Ja, sag mal ein paar Zahlen, wie viele Kids, wie viele Erwachsene sind nochmal hier? Vor allem ungefähr, dass man so eine Vorstellung hat. Ja. Also Kinder und Jugend zusammen haben wir so, ich schätze mal 25. Mhm. Der Rest ist halt Erwachsene. Ja. Aber es ist noch Luft, also es können noch Leute kommen. Luft, aber bei den Kindern haben wir auf jeden Fall noch Luft und bei den Jugendlichen. Da ist ja richtig Platz, also ich bin für jeden, der kommt. Okay. Mhm. Ja. Gut, vielen Dank erstmal für die Schilderung, was du hier machst. Jetzt interessiert mich so ein bisschen Verein, Struktur. Ja. Du sagst, wir sind ein Rüsselsheimer Verein, wir sind hier aktiv. Wie würdest du das so einordnen, dieses Vereinsleben? Ist das so alles in Ordnung? Habt ihr Kontakte mit anderen Vereinen, Kooperationen? Kannst du da noch zu was sagen? Ja, natürlich. Also schon erstmal waren wir jetzt im Juni auf der Hessenmeisterschaft, waren wir der zweite erfolgreichste Verein gewesen von Hessen. Hatten zwei Hessenmeister, einen Vizemeister gehabt. Und dafür, dass wir jetzt zum zweiten Mal angetreten sind, war ich schon sehr gut. Letztes Jahr hatten wir einen Hessenmeister gehabt, jetzt hatten wir zwei und noch einen schon im Finale gehabt. Mhm. Das, ich meine, spricht, glaube ich, auch für unsere Arbeit. Absolut. Ja. Und halt jeder Hessenmeister, jeder Meister, den wir in den letzten zwei Jahren hatten, waren noch alles jetzt der geborene Rüsselsheimer gewesen. Mhm. Also da sind wir richtig stolz drauf. Sehr gut. Aushängeschild für Rüsselsheimer. Ja, sehr, sehr gut. Ja, jetzt kommt natürlich nochmal so ein bisschen der politische Aspekt rein. Du bist ein Rüsselsheimer Bub, sagst du auch immer, betonst du mir, finde ich auch ganz toll. Jetzt blicken wir mal auf Rüsselsheim. Vielleicht erstmal als jemand, der Sport macht, wie du, der einen Verein am Laufen hält. Wie siehst du als Vereins, als Sportmensch Rüsselsheim? Als Sportmensch? Na gut, als erstes muss ich sagen, ich bin froh, dass unsere Schwimmhalle wieder auf hat, weil es für mich eine Vorbereitung sehr wichtig ist. Ich habe da echt lange gelitten. Mhm. Weil ich brauche das immer, man hat jetzt Ausgleichssport. Ja, okay. Und ist auch schön geworden. Und ist ja Schwimmer. Da bist du zufrieden, okay? Schwimmer ist ja insgesamt schön geworden. Jetzt. Mhm. Gut. Von der Anfangshalle war ich ein bisschen skeptisch, weil es ein bisschen kleiner ist. Ja. Oder halt der Wellnessbereich wegfällt oder so. Ja. Aber ich meine, es ist trotzdem schön geworden jetzt. Ist okay. Mhm. Tja, gut. Ja. Hoffen wir gut. Gibt es da irgendwas Kritisches, wo du sagen würdest? Da wünschen wir noch ein bisschen mehr. Gibt es irgendwas, was fehlt aus deiner Sicht? Na gut, ich meine, ich war mal immer so meine Radtour des Schulz, schau mal. Ich meine, was ich meine, das fehlt, ist halt, früher hat mir jede Ecke ja einen Sportplatz gehabt. Ich meine, mal der Fußball spielt, weil jetzt wir haben überall Fußball gespielt. Ja. Es ist halt überall weg. Also es ist ja wirklich kaum noch. Ich meine, jetzt freie Sportplätze, freie spielen können, ist alles eingezäunt, abgesperrt. Mhm. Ja, also okay. Das finde ich echt
Sehr schade. Okay, das ist ein interessanter Hinweis. Also früher waren ja richtig viele Sportplätze, ja, wo man einfach hingehen konnte. Ja. Mhm. Gut, das ist natürlich dann immer ein Problem. Vandalismus und so Sache, aber erstmal ist das, denke ich, schon nachdenkenswert. Man konnte nichts kaputt machen früher, ja, bei uns. Ja. Ne? Ja, gut, es kommt darauf an, wie man es auch konstruiert, ja, dass man da nicht viel kaputt machen kann. Und jetzt kommt nochmal der Teil, wie siehst du jetzt jenseits des Sportes als ein Rüsselsheimer, wie siehst du deine Stadt? Also mit allem, was da ist, was nicht da ist, wie nimmst du das wahr? Du überblickst natürlich mit deinem Alter auch schon ein bisschen, wie es früher war, wie es heute war. Wir wollen aber nicht endlos in die Vergangenheit blicken. Also, aber wie nimmst du Rüsselsheim wahr? Was ist dein Blick auf Rüsselsheim? Also was mir fehlt in Rüsselsheim ist halt, man kann halt absolut ja nicht mehr einkaufen gehen. Ich kann ja noch nicht mal eine Hose kaufen gehen oder so. Ja, schwierig. Das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, die Innenstadt ist wirklich, also vor den Geschäften her. Ich meine, jetzt mehr Friseurläden, wie man es halt ist. Nur halt das Einkaufen kann man wirklich nichts mehr. Ich finde es halt sehr schade, dass man halt rausfahren muss. Ja. Was ja früher halt nicht so gefallen hat. Und auch sonst jenseits des Einkaufens, Stichworte Gastronomie, was ich so in Rüsselsheim tue. Was nimmst du auch an? Was ich halt spitze fand, war halt das Weinfest gewesen. Okay. Das Weinfest, also ich war so sehr spitze überrascht gewesen, weil jeden Abend waren 4.000, 5.000 Leute da, eine riesige Stimmung. Ja, nur junge Menschen und sowas haben ja, ich war halt jahrelang halt ja nicht fertig, sozusagen. Ich finde das wirklich eine spitze Veranstaltung gewesen. Ja, das ist okay. Überhaupt so die anderen Veranstaltungen, was sagst du da? Fehlt dir da was? Nimmst du da mehr? Nimmst du das wahr? Nee, ich war jetzt auch auf der letzte Woche gewesen, hier auf der, was war das? Kerb gewesen. Ja. Und ich finde es von der Rathaus auch schön. Ich fand am Rathausplatz, was von der Frau gezeigt hat. Ja, weil das Weindorf jetzt alles weggefallen ist. Aber es war trotzdem schön gewesen. Schön. Insgesamt, wie würdest du es zusammenfassen als Rüsselsheimer? Wie würdest du deine Stadt bewerten? Ja gut, ich meine, schlecht bewerten kann ich sie nicht. Genau. Ja. Also du bist gerne Rüsselsheimer. Natürlich, aber das ist früher nicht. Wunderbar. Ist doch auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Marco. Also, wollen wir noch darauf ansprechen? Ja. Dann 26.11. Ja, unbedingt. 26.11.2022, ja, in der Großsporthalle. Genau. Was passiert da ganz genau? Ich kenne mich jetzt Europameisterschaft für Schwergewicht. Und da kann man noch hingehen. Noch, ja. Ja. Kann man noch anfeuern. Ja. Wir können 1800 Leute reinlassen. Ich meine, es liegt in der Brandschutzverordnung, ist nicht mehr zugelassen. Ja. Wir haben es ein bisschen gefeilscht, aber wir haben nicht rausgekriegt. Ja. Und ich denke mal, ich habe jetzt im Jahr von Februar ausverkauft, wenn die Karten jetzt in 2 Wochen kommen. Ja, ja. Da kann man Rüsselsheimer buchen oder Steinwald. Ja. Lieber Marco, vielen Dank. Ja, ja, ich auch. Ja. Ja, meine Damen und Herren, das war ein interessanter Blick auf Rüsselsheim durch Marco Lessner, unseren Spoxer hier im Rüsselsheimer Bub. Wunderbar. Ich bedanke mich bei Achim Weidner für die Technik und ich darf empfehlen, dass die Runde weitergeht und vielleicht gibt es noch mehr interessante Blicke auf Rüsselsheim.